Nun Sportkleidung. Ist natürlich unterschiedlich, ob Herbst oder ob Sommer oder nicht. Da ziehe ich aber meist. Haben wir die da? Ich habe so eine Adidas eben an. Ist da so ein Sport, ist so ein Einteiler davon vielleicht? Nee, gibt's nicht. Ja gut, dann halt nicht. Runter, hoch. So, hoch, hoch, hoch. Ja, die Farbe passt tatsächlich. Ich habe nämlich eine pinke Adidas-Hose. Und jetzt gucken wir für den Oberteilen. Da habe ich runter. Tipp, 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 tipp. Da! Da haben wir sogar was von Adidas. Da habe ich nämlich auch Adidas. Cool. Das finde ich cool. Und jetzt bei den Schuhen habe ich andere an. Ich muss mich, glaube ich, gleich noch irgendwie ein bisschen anders machen. So, habe ich helle Schuhe. Ja, hier muss ich die Haare jetzt anders machen. Hier habe ich nämlich immer einen Pferdeschwanz. Haare, hier. So. Also, ich hoffe, ich bin noch beim Richtigen. Bin ich Kleidung? Sportkleidung. Ich bin dann noch richtig, okay. Oder es schaut sie jetzt dann anderswo anders aus. Ich weiß es nicht. Jetzt bin ich gerade verwirrt. So. Na gut, okay. Wir gucken mal runter. Pferdeschwanz. Tipp, 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 tipp. Ist hier ein Pferdeschwanz? La, 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 la. Mach schneller, mach schneller. Ist ja so spannend. So. Nee, ich hab so einen hohen Pferdeschwanz. Gibt's hier sowas? Nein, gibt's nicht. Oder wie? Mann, das finde ich blöd. Hier muss es doch so einen hohen Pferdeschwanz geben. Komm, bitte. Bitte. Ja? Bitch, please. Mach mich schwach. Was ist das? Nee, sowas habe ich nicht beim Sport machen. Gut, so ein Dutt könnte man eventuell noch durchgehen lassen. Aber eigentlich habe ich so einen Pferdeschwanz. Das nervt mich. Gibt's das jetzt nicht? Sowas könnte auch hinkommen, aber ich habe eh kein Pony. Was ist das? Das könnte auch hinkommen. Aber dann noch eher der Dutt. Was ist das? Ist das so ein... Nee. Also auf der Seite schauen sie... Ja, so könnte es eventuell hinkommen. Es ist auch die Haarlänge dann circa. Ja, passt. So. So, machen wir mal nochmal hier. Und jetzt schauen wir mal Körpergewicht. So, bisschen weiblicher bin ich da ja schon leider. Muskelgröße. Boah, ich bin total muskulös. Gott, nee. Ich nicht. So, keine Ahnung. Sowas in den Dreh. Muskeldefinition. Boah, total muskulös. Nein. So, vielleicht so. Brust. So. Oh Gott. Ja, ich denke. Irgendwie so um den Dreh. Könnte sein. Gut. Weiblich, könnte ich echt gleich meinen Namen eingeben? Kitty Kent. Kitty Cupcake. Nee, ich bin die Kitty Cupcake hier so.
So, die Flügel hier, kann ich die jetzt eigentlich hier... Gibt's hier nicht so, dass ich die irgendwie... so anders machen kann? Also, aussehen. Ich bin ja noch nicht fertig. So, Kleidung. Sportkleidung. So, jetzt bin ich... Jetzt kommt die Stunde der Wahrheit. Ist die Haarfrisur jetzt woanders wieder normal? Oh mein Gott. Oh Gott, das regt mich gerade auf. Ich will das doch nicht überall. Nein, ich will die nicht überall haben. Mann. Also, wo war meine? Hier weiter runter. Hier, das war meine. Genau. Die will ich nicht. Runter wird diese Frisur für das aktuelle. Na toll. Die wird jetzt für das... Okay. Und jetzt, glaube ich, muss ich zur Kleidung wieder. Oh Gott, ist das kompliziert, ey. Sportkleidung. Und jetzt muss ich hier zu den Haaren, denke ich. Ich hoffe, dass das jetzt dann so klappt. Ja, ja. Oh Gott, die Stimme ist viel zu hoch, glaube ich, für mich. Oh Gott! Ist ein da. Da. Eigentlich so. So, für Sport. Wo haben wir das jetzt? Hier haben wir das Ding. Ich denke, das ist auch echt das Beste. Da ist es auch schön vom Gesicht draußen. Das ist mir eigentlich dann immer sehr, sehr wichtig beim Sport. Okay, und das wird es nur für das aktuelle. Kleidung. Baden. Ja, da ist echt dasselbe. Da habe ich einfach meine Haare immer offen. So, schauen wir mal. Ist da jetzt hoffentlich wieder meine andere Frisur? Ja, schön. Badekleidung. Ja, da habe ich was anderes an. Top? Wie sieht denn mein letzter Bikini aus? Ich habe zwei. Eine mit schwarz mit weißen Pünktchen und einer weiß. Oh mein Gott! Oh mein Gott, ist das toll. Obwohl ich natürlich den schon... Die Schnalle davon ist komisch. Aber... Ich glaube... Ich zieh das dann. Ja, ich zieh das an. So. Ich zieh die Bonbons an. Bonbon! So, und als Höschen habe ich ja eher Panties. Aber hier gibt's jetzt kein... Ah, doch, hier, Tatsache. Ja, so hoch, aber jetzt nicht. Nie. Das schaut eher aus wie Unterwäsche. Was ist das da? Okay, das ist... Sag mal, ist das Badekleidung? Das ist doch Unterwäsche. Hm. Ja, das ist sehr hoch. Also eigentlich... habe ich das schon ganz normal so unten. Irgendwie so... Aber gut, dann nehme ich halt einfach so ein ganz normales. Mein weißes war, glaube ich, einfach nur so. So. Okay, gut. Okay, weiß, los. Schuhe. Da bin ich barfuß jetzt einfach mal. Accessoires, da könnte man eine Sonnenbrille nehmen. Hoffentlich gibt es irgendwie so Sonnenbrillen dafür. Oh, Schwimmbrille? Nie. Ich will eine Sonnenbrille, nicht eine Schwimmbrille. Los, runter. Scroll. Scroll. Gibt's hier nicht so Katy Perry-Dinger? Oh Gott, dann lasse ich es ganz mit den Sonnenbrillen. Und jetzt hier Outdoor-Kleidung. Das wird spannend. Okay.
an Outdoor-Kleidung? Nee, das ist zu kalt für Outdoor-Kleidung, finde ich. Weiß ja nicht, was ihr so an Outdoor-Kleidung tragt, aber ich ziehe da schon mich wärmer an. Outdoor-Kleidung. Habe ich einen schönen warmen. Schöne warme Jacke. In Pink. Wie überraschend. So. So irgendwie. So könnte es sogar hinkommen. Ja. Obwohl, das war vielleicht. Könnte man auch weiß machen. Was ist das da? Nee. Diese. Ach, das ist eine Mütze. Okay, das ist. Nee, das ist pink. Gott, ich bin verwirrt gerade. Hier, weiß. Weiß, weiß, weiß. Und dieses Pulli-Dingen machen wir mal schwarz. So, oder nicht ganz dunkel. So, vielleicht. So ist das ganz gut. Und an Hosen bei Outdoor-Kleidung im Winter. Also beim Skifahren natürlich was anderes. Ich mache jetzt einfach mal eine Schneehose. Gehe ich jetzt einfach mal von aus. Meine Schneehose ist ganz weiß. Ja. Weiß, 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 weiß. Okay. Und jetzt noch Winterschuhe. Was habe ich denn an Winterschuhen? Momentan, ehrlich gesagt. Aber die ziehe ich ja nicht zum Skifahren an. Ich wohne jetzt mittlerweile so in der Stadt. Schaut ja scheiße aus, oder? Ja, kann man eventuell sogar machen. Hier sind doch mal das Bessere. Hier. Weiß und die machen wir jetzt schwarz. Meine sind schwarz. Okay, meine sind schwarz mit Glitzer. Also sind jetzt nicht Original Doc Martens. Okay, und hier könnte ich, habe ich eigentlich sogar eine Mütze immer so halt an. Mütze, bitte. An den Empfang. Okay. Los! Lauf schneller! Lauf schneller! Bud Spencer? Keine Ahnung, wieso ich Bud Spencer sage. Okay, was ist das denn? Nein, so eine. Oh Gott, das ist ja. Oh Gott. Oh, die sind zu kurz, die Haare, aber es kommt noch. Ja, ich habe tatsächlich so eine ähnliche Mütze. Aber die sind zu kurz, die Haare so. Egal, ich nehme das jetzt. Okay, aber ich würde gerne die Mütze anders machen. So. So, vielleicht eher. Ich habe so eine weiße Mütze. Es ist so eine Strickmütze, so in der Art. Also eigentlich ziehe ich die jetzt nicht so oft wie, an wie andere, so. Aber ist okay. Ist okay, dann passt es zumindest ungefähr von den Mützen her. So, ich trinke dabei einen Schluck, während das ewig braucht. So, und jetzt bin ich noch ein bisschen überfragt, wie das jetzt mit den Flügeln aussieht. So, Fee. Ah!
Nee, hier, das ist ja Feenflügelart. Aber das hatte ich doch vorhin. Kann man da nicht mehr machen? Das ist ja ein bisschen blöd, oder? Aussehen. Tätowierungen. Wahrscheinlich haben die eh nicht die Tätowierung, die ich habe. So, machen wir mal wieder meine Standardkleidung her, damit ich das sehe. Ich bin sehr überfragt, wie ich meine Feenflügel ändern kann. Ich habe doch da, glaube ich, extra was runtergeladen, dass ich die ändern kann. Egal, sonst hätte ich solche Feenflügel, ist mir jetzt auch egal. Jetzt gucke ich, dann mache ich erstmal das und dann gucke ich, ob ich sie doch noch mal ein bisschen anders mache. Meine Merkmale. Jetzt muss ich hier ehrlich sein. Angemessen. Athletisch. Also ich mache ja schon gerne wirklich Sport. Karte köchen wahrscheinlich nicht. Ich backe zwar gerne, aber jetzt warten wir erstmal was anderes. Chaoten. Könnte man wohl sagen. Computerfreak auch. Oh Gott. Ih, bist du rülpsig? Okay, nee, also ich bin chaotisch, also verplant, aber ich bin nicht schmutzig und so. Also machen wir weg. Fan des Übernatürlichen. Kann man eigentlich auch sagen. Freundlich. Jetzt schauen wir erstmal durch. Küsserin, natürlich. Ich bin natürlich eine gute Küsserin. Hallo. Katzenfreundin muss auf jeden Fall rein. Kindisch. Ja, würde ich jetzt gar nicht so sagen. Ich bin leicht zu beeindrucken. Ja, das kann man wirklich, glaube ich, sagen. Nachteule. Ja, das kann man auch sagen. Mist, man kann so viel sagen. Schlafmütze kann man auch sagen. Sinn für Humor. Ja, ich glaube, athletisch, Katzenfreundin, leicht zu beeindrucken. Nachteule, Sinn für Humor. Was ist denn mit Nachteule? Gelegentlich das Bedürfnis zu tanzen. Sie werden Nachteulen genannt. Die Nachteulen bei Nachtwachen solltest du sie nicht vor 10 Uhr aus dem Bett holen. Ja, gut. Ich überlege, ob ich leicht zu beeindrucken wegmache und doch gerne koche, weil ich backe ja wirklich gerne. Gabte Köchin. So. Okay, und jetzt Favoriten. Sushi! Das passt doch. Lieblingsmusik kann man Elektro momentan eigentlich auch lassen. So, Lieblingsfarbe Pink. Stimme. Das ist schwer, weil ich mich ja selbst nicht so wirklich höre. Ich weiß nicht, ob das jetzt stimmt, aber ich nehme jetzt einfach die. Ich bin Löwe. Und jetzt schauen wir wieder nochmal hier. Und schauen auch nochmal, ob wir nicht doch andere Feenflügel nehmen. Na? Die da? Oder die da? Oder die da? Die sind natürlich auch echt hübsch. Oder die da. Es ist echt schwer. Ah, ich kann mich nicht entscheiden. Nee, die nicht. Die hatte ich hier gerade. Ich glaube, ich nehme die da. Oder die da. Oder verträumte Libelle. Ich nehme Libelle, weil ich mag Libellen. Ja, passt. Dim, dim, dish. Dim, dim, dish. Dim, dim, dish. Dim, dim, dish.
dim dim dish, dim dim dish, dim dim dish, dim dim dish.